schneit, heißt er. Seht, hier ist natürlich schon einiges los an Autos und so, und ja, ich bin auch relativ spät unterwegs. Ja, da vorne ist eine Abzweigung. Wahrscheinlich jetzt da direkt nach links, wie ich geguckt habe. Viele werden wahrscheinlich einfach nur zu Kindelalm oder so laufen. Schauen wir einfach mal nach, wohin und wie lange ich da brauche. Ja, genau, ich laufe zu Kindelalm. Ich werde jetzt zum Baumgartenschneid. Steht dran. 1,5 Stunden von hier. Gut. Perfekt. Dann will ich mal hier den Weg geradeaus entlang. So, von hier an beginnt dann der richtige Aufstieg zum Baumgartenschneid. Noch ungefähr 1 Stunde steht dran. Könnte schneller, könnte länger dauern aufgrund des Schnees oder so. Jetzt auf jeden Fall, da geht es mitten durch den Wald. Und hier würde es dann lang gehen zur Kreuzbergalm. Das dauert auch nur ungefähr 1/2 Stunde, sieht man da jetzt. Und natürlich, was auch das Ziel sein kann, egal ob man da lang geht oder hier lang, man kann hier zum Tegernsee laufen. Ja, und da unten aus der Richtung komme ich quasi hoch und dann geht es hier entlang den Berg hoch. So, ich bin jetzt mal zum Baumgartenschneid. Jetzt glaube ich noch einmal rum. Bin aber schon eine ganze Weile hier verschiedenen kleinen Dinge unterwegs. Also ihr müsst wirklich, sobald ihr den Fahrrad verlassen habt, nur noch den Schildern Richtung Baumgartenschneid folgen. Und von da aus relativ einfach zu finden. Ja, jetzt ist hier wieder ein bisschen rutschig. Da ist tatsächlich schon sehr gut Platz getreten alles. Bleibt hier wirklich in dem Schnee. Und hier geht es tatsächlich wieder. Als hier wieder der Schnee als Aufschlag da ist, dann bringt wieder guten Grip rein. Mitten in den Felsen hoch. Nicht mehr rum, sondern hier dann drin hoch. Es ist ein bisschen, ja, rutschiger, will ich nicht sagen, aber ein bisschen heikler
durch die Felsen geklettert. Oder wandert. Geile Höhle. Schon mal oberhalb der Felsen. Und hier wird's heiß. Und habe hier eine Hammer-Sicht. Das ist einfach Wahnsinn. Da hinten der Blick rüber zum Wendelstein kann man aber jetzt schlecht erkennen wegen den Bäumen, die da im Weg sind. Hier den kleinen Weg, da bin ich hochgekommen. So. Gipfelkreuzung 1445. Und dann hinüber zu den etwas höheren Bergen jenseits der 2000er Marke schon. Da hinten drin. Und dann haben wir natürlich noch hier den Blick runter zum Tegernsee. Da kann man von hier aus direkt hinwandern. Zwei Stunden sind wir da. Wenn man runter geht, dass das auch schneller geht. Und hier gehe ich gleich, also wenn es von der Zeit her ganz gut passt, noch zu Kreuzbergalm und dann rüber zum Gindelalm schneit und dann zu Gindelalm und dann hinunter wieder Richtung Hellerau. Das ist jetzt da unten im Tal.
ziehen, sondern dann direkt zu Kreuzbergalm und dann zu Gindel, also Gindelalm, Schmied ist auf jeden Fall ein Ziel, und dann zur Gindelalm und dann von da aus den Fahrweg runtergehen. So, dann dürft ihr mich mal begleiten bei dem letzten Teilstück, geht noch ein ganz schönes Stückchen, weil das nämlich eine Querung hier ist, auf so einem sehr breiten Rücken von den Bergen. Der eine wird hier zum Laufen hier, das Kreuzbergkapfel. Und gleich geht es hinterher definitiv ein paar Meter hoch. Aber vor allem bleibt durchaus konstant auf einer Ebene, wo man Höhenmeter 6000 Höhenmeter ankommt, oder? Das kann eigentlich nicht passen. Das müsste eigentlich mindestens ein Pro sein. Mehr hier in so Wellen, so wellenartig jetzt vorangehen bei dieser großen Querung der Berge.
dann so um, damit ich dann nicht in die Senke rein muss.
Vielleicht kann ich sie gleich schon sehen, die Alm. Das ist schön alles blank getreten. Definitiv sehr gut hier. So, die nächste Abzweigung, wie man sieht, Almgelände mit Kugatach hier. So, das Ding hat sich anderthalb da runter. Ich hätte jetzt erstmal die Kamera wieder abschalten können, weil ansonsten zu viele Leute drauf sind, aufgrund Datenschutzes. Auf jeden Fall, das was jetzt von der Tour mit der Überschreitung oder besser gesagt Baumgartenschneid, dann Gindelalmschneid und Gindelalm und im Endeffekt komme ich hier wieder in den Hennerer Au, komme ich wieder heraus. Also da sehen wir uns. Der nächste Woche werde ich nicht schaffen, da werde ich erstmal Skifahren gehen, besser gesagt Skifahren lernen erstmal. Ein bisschen peinlich oder blöd, wenn, ja, wenn das hinter auf Kamera ist, aber vielleicht ein bisschen lustig. Auf jeden Fall, eventuell, also definitiv in 2 Wochen, würde ich mal sagen, dann sehen wir uns mit der nächsten Tour, wenn das Wetter schön ist, auf jeden Fall wieder.